Guck mal, was Steffi heute wieder gepostet hat. Oh wow. Ist sie wieder im Urlaub? Ja, sie ist wieder on Tour mit ihrem Van und so. Hast du es nicht mitbekommen? Nee, ich bin nie auf Instagram Ehrlich? Unterwegs. Nee. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht Teil vom Alltag ist. Also Social Media, ich könnte das gar nicht. Ja, ich frage mich immer, was es mit uns macht, wenn wir uns täglich auf Social Media mit anderen Menschen vergleichen. Ich bin Hannes Krause, ich bin Wissenschaftler am Weizenbaum-Institut und an der Universität Potsdam und ich gucke mir an, wie sich Social Media auf unsere Psyche auswirkt. Diese Selbstdarstellung, ist das so die Hauptmotivation, warum Menschen Social Media Plattformen nutzen? Ich glaube, für Leute, die selbst irgendwie aktiv sind, ist das auf jeden Fall ein großer Treiber, aber man muss sich auch einfach vorstellen, dass der große Teil der Nutzer eigentlich eher passive Nutzer sind. Also die selbst nicht wahnsinnig viel teilen, sondern sich eher angucken, was andere Leute machen. Und da sind dann andere Motive, die da greifen. Ich musste darüber letztens mal nachdenken, dass wir das Prinzip ja schon etliche Jahre lang haben. Und nicht nur in der heutigen Zeit, sondern wenn wir mal ins Mittelalter zurückdenken, gab es damals ja schon die Narren. Und ich habe manchmal so das Gefühl, wir sind alle irgendwie so eine Art von Narren, die eben angeguckt werden und das gilt dann irgendwie so ein bisschen auch als Belustigung, ne? Das ist total der wichtige Punkt, den du sagst. Ich habe das Gefühl, ganz viele Leute denken immer, Social Media wäre irgendwas komplett Neues, was passiert. Und wenn man sich das aus einer psychologischen Sicht aber anguckt, ist das, was da passiert, da laufen ganz basale, alltägliche soziale Mechanismen irgendwie ab. Leute stellen sich da, das machen sie offline genauso. Ja. Leute vergleichen sich mit anderen Leuten. Das ist auch ein ganz, ganz starkes Grundmotiv von uns, um überhaupt herauszufinden, wie wir eigentlich sind. Fangen wir an, uns mit anderen Leuten zu vergleichen. Ich habe es so teilweise bei Freunden von mir so gesehen, die selber an sich gezweifelt haben und dann viel Social Media verwendet haben. Das ist, also ich hatte immer den Eindruck, das tut ihnen wirklich nicht gut. Und das ist tatsächlich auch so, dass Social Media definitiv auch seine Schattenseiten hat. Die Emotion von Neid spielt zum Beispiel eine ganz, ganz große Rolle auf Social Media. Mhm. Es hat sich gezeigt, dass es so eine der dominantesten Emotionen ist, die entsteht. Es liegt ganz einfach daran, dass dass auf sozialen Medien Leute eine idealisierte Version von sich selbst darstellen. Also tolle Urlaube, alle sehen super gut aus, alle haben total viel Spaß mit ihren Freunden. Und dann kann es natürlich sein, dass wir anfangen, uns mit diesen Personen zu vergleichen. Wir haben natürlich eine realistische Einschätzung von unserem Leben, aber die fehlt uns häufig bei den anderen Leuten. Und das kann häufig darin münden, dass wir Neid empfinden. Und löst Social Media auch so wirklich positive Gefühle aus? Also gibt's eher Neid oder gibt's eher positive Emotionen, die es auslöst? Ja, super gute Frage, super wichtig. Du hast da negative Effekte. Du hast aber auch, und das bezieht sich jetzt gerade nicht nur auf Neid, sondern auch in anderen Bereichen, super viele positive Effekte. Social Media ermöglicht es Leuten, sich mit anderen zu vernetzen, neue Leute kennenzulernen, Horizonte zu erweitern. Politischer Diskurs findet statt. Politische Movements, wie zum Beispiel das MeToo-Movement, haben ganz zentral auf Social Media aufgebaut. Das wäre die Frage, ob so ein Movement ohne solche Technologien möglich gewesen wäre. Eine Freundin von mir, die meint so, wenn sie einmal in TikTok reingeht, das ist ganz schlimm, weil dann irgendwie ganz schnell mal 3 Stunden vorbei sind. Das ist auch ein super schneller Dopamin- und Serotonin-Effekt natürlich. Also kann man denn einen besseren Umgang mit Social Media überhaupt erlernen? Ja, definitiv. Letztendlich geht es dabei einfach nur um Medienkompetenz. Wie funktionieren Plattformen? Welche Inhalte werden geteilt? Was sind authentische Darstellungen? Was sind idealisierte Darstellungen? Was sind echte Nachrichten? Was sind Meinungen? Was sind Fake News? Wie geht man miteinander um? Welche Regeln gibt es? Was ist Datenschutz? Was ist Anonymität? Das ist was, das muss von Anfang an gelernt werden in Schulen, um den Leuten ein gutes Handlungsrepertoire zu geben, mit diesen Plattformen bewusst und kontrolliert umzugehen. Und ich glaube, dass das der Schlüsselpunkt dafür sein wird, wie Social Media uns auch in Zukunft und unsere Gesellschaft beeinflussen wird.